ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich habe wieder ein paar wenige Neuzugänge. Ich habe bei Scentsy geshoppt. Ich habe bei der Duftzauberei Schwarzwald geshoppt. Und ich habe mir eine Budweg-Kerze gekauft. Ich hatte mir zwar eigentlich vorgenommen, nichts mehr zu kaufen, da ich diesen Vorsatz aber eh schon gebrochen hatte, dachte ich, okay, dann kann ich auch nochmal ordentlich zuschlagen und vielleicht ja das Vorhaben, nichts mehr zu kaufen und mehr aufzubrauchen, im September neu angehen. Ja, ich dachte, ich zeige euch mal, was ich mir da geholt habe. Ich fange mal mit der Woodwick-Kerze an. In meinem Rewe gibt es nämlich jetzt neuerdings Woodwick-Kerzen. Nature's Wick heißen die, bei Woodwick. Und da habe ich mir die 3-Docht-Kerze Cashmere Wool gekauft. Die 3-Dochte sind Knisterdochte, allerdings dünner als die von den klassischen Woodwick-Düften. Auch und dieser Duft ist so wunderschön. Cashmere Wool riecht, als hättet ihr einen sanften, nicht parfümigen, aber sehr kuscheligen Cashmere-Duft genommen und hättet ihn mit dem Warm Wool von Woodwick durchgemixt. Ich weiß nicht, ob ihr Warm Wool kennt. Das ist ein wunderschöner, kuscheliger Wäscheduft von Woodwick. Und hier mit einer sanften Kaschmirnote fand ich im Laden so spannend. Und selbst durch die Maske hat man den Duft durchgerochen. Ich dachte, das probiere ich aus. Ich habe diese Kerze zweimal mitgenommen. Einmal für mich und einmal habe ich sie zum Geburtstag verschenkt. Ich finde sie schön. Ich bin sehr gespannt, wie sie warm sein wird. Meine neue Woodwick-Kerze, Cashmere Wool. Dann habe ich bei der Duftzauberei Schwarzwald nachbestellt. Ich war so begeistert von den Testerchen, die ich von der lieben Conny zur Verfügung gestellt bekommen habe, dass ich nachbestellt habe. Und zwar fangen wir an mit der Tafel Mademoiselle Chantelle. Den Tester habe ich selber nicht getestet, den habe ich meiner lieben Manu geschickt, weil sie das Parfum dazu mag. Sie sagt, es wäre kein guter Dupe. Für sie erinnert es nicht an das Parfum. Meine Arbeitskolleginnen sehen das ein bisschen anders. Die haben das sofort als das Parfum Coco Mademoiselle erkannt. Ja, und mir ist es relativ egal, ob es ein guter oder ein schlechter Dupe ist. Ich fand den Duft kalt geschnuppert so schön. Ich möchte den auch warm haben. Das ist für mich ein schöner, verspielter, süßlich-weiblicher Parfumduft. Ja, und guckt mal, ist die Tafel nicht schön in so lila und rosa. Hier hinten mit ein bisschen Glitzer. Ja, jetzt habe ich eine ganze Tafel. Und ich freue mich und ich bin sehr gespannt, ob ich den warm auch so schön empfinde wie kalt. Und ich freue mich. Dann musste ich mir unbedingt meinen Frangipani nachbestellen. Das ist der hier. Hier hat die liebe Conny leider nur das Aufkleberchen vergessen, aber es ist Frangipani. Guckt mal, wie hübsch von hinten. Und Frangipani ist ein wunderschöner, floraler, pudrig-parfümiger Damenduft. Ich fand das Testerchen so angenehm, so intensiv und auch so langanhaltend. Ich habe mich in diesen Duft Schock verliebt. Oh, und jetzt habe ich ihn wieder hier. Und das Ganze auch dreimal. Einfach, weil ich ihn so wunderschön fand. Was ich ebenfalls wunderschön fand und Nachschub brauchte, ist der Orchidee und Schoko. Ich fand den kalt schon sehr außergewöhnlich und spannend und warm fand ich ihn wunderschön, obwohl er tatsächlich eine wahrnehmbare Schokonote hat. Also er riecht floralparfümig nach dieser Orchidee und dahinter kommt diese süße Schokolade. Und Schokolade und ich, das ist ja eigentlich so eine Sache. Für mich riecht Schokolade in Düften sehr oft ranzig oder muffig und überhaupt nicht angenehm. Aber hier in Verbindung mit der Orchidee, ich finde den toll. Vor allem sehr außergewöhnlich. Ich habe sowas bei noch niemand anderem gerochen. Ich finde, Conny ist diese Mischung richtig, richtig gut gelungen. Und übrigens schaut das Melt so aus. Und von der Rückseite so. Ja. Finde ich toll. Es waren leider keine Clamshells mehr verfügbar, deswegen habe ich mir einmal diese Töpfchen geholt.
Die kann man ja auch dritteln oder vierteln, je nach wie stark man es möchte. Da habe ich erstmal ein bisschen Vorrat von diesem wunderschönen Duft. Dann habe ich mir den Cuddly Cashmere geholt. Von hinten so. Das ist jetzt der einzige Duft, von dem ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Denn ja, er hat eine leichte Kaschmirnote. Hier rieche ich allerdings auch eine Wachsnote raus. Die Wachsnote ist jetzt noch nicht einmal unangenehm, das nicht. Aber sie lässt eben weniger Platz für das Duftöl. Ich werde es warm ausprobieren. Vielleicht verschwindet die Wachsnote da auch. Und selbst wenn nicht, ich denke mir, Conny gießt noch nicht lange und wie alle jungen Gießer, die Erfahrung sagt, die spielen noch mit Wachs rum, die experimentieren noch, die suchen noch ihr persönliches Wachs. Und das ist bei Conny sicher auch so. Deswegen finde ich das jetzt nicht unbedingt tragisch. Und dann habe ich mir den Dark Vanilla gegönnt und zwar zweimal in diesem Herzförmchen. Der sieht dann so aus. Von hinten so ein bisschen mit Lila. Ja. Dark Vanilla ist keine Foodie-Vanille, sondern eher so diese parfümige Orchidee-Vanille. Und ich finde, da ist auch ein Hauch Maskulines drin. Ich weiß gar nicht, was dieses Dark ist, also welche Duftkomponente dahinter steht. Aber es ist irgendwas Maskulines irgendwie von meinem Gefühl her. Aber wirklich nur ganz leicht. Es ist jetzt nicht, dass ihr hier ein Männerparfum oder Duschgel oder Aftershave habt, das nicht. Sondern er hat nur eine ganz leichte maskuline Note und sonst ist es diese parfümige Vanille. Riecht kalt sehr spannend. Ich bin gespannt, wie er warm sein wird. Und der letzte Duft, den ich mir bestellt habe, ist der Lavender White Musk. Schaut mal, wie hübsch der ist. Ich liebe Lavendel. Ich liebe weißen Moschus. Das kann eigentlich gar nicht verkehrt sein für meine Nase. Ist es auch nicht. Es ist eine ziemlich krasse Lavendel. Und ihr müsst Lavendel lieben. Die ist sehr krautig und auch ein bisschen ätherisch. Und dann rieche ich tatsächlich Moschus, insofern als dass er ganz leicht parfümig ist. Ob es weißer Moschus ist und für mich dieses Pudrige kommt, was ich bei weißem Moschus so liebe, das weiß ich noch nicht, das muss ich erst warm herausfinden. Kalt ist der Lavendel die dominantere Duftnote. Ich hoffe, dass der weiße Moschus sich ein bisschen durchsetzt und dass es dadurch so einen pudrig-parfümigen Touch bekommt. Ja, ich freue mich auf den und ihr wisst es, ich liebe Lavendel. Lavendel geht für mich immer. Schaut noch einmal von hinten. Wunderhübsch, oder? So, dann habe ich noch zwei Goodies bekommen. Einmal den Amazon Rain. Und ich dachte erst, na, ein Dupe zu Scentsy Amazon Rain. Aber nein, ist es nicht. Das ist ein leicht zitrisch-aquatisch frischer Duft, wo auch was Grünes durchkommt. Ja, als hätte ein schöner Sommerregen auf irgendwelche Büsche geregnet und man riecht die Blätter davon, von diesen Sträuchern. Man riecht aber auch diese frische Regenluft. Ist ein schöner Regenduft, hat aber nichts mit dem von Scentsy gemein. Also wenn ihr den bestellt, erwartet bitte kein Scentsy Dupe. Und dann habe ich noch den Fruit Fluffy bekommen. Das ist wieder ein Duft voller Kindheitserinnerungen und nicht nur Kindheit. Weil das, woran es mich erinnert, esse ich auch heute noch ab und an. Es erinnert mich nämlich total an Bum Bum Eis. Kennt ihr Bum Bum Eis? Ich rieche diese sanfte, cremige Vanillenote von dem Vanilleeis. Ich bilde mir auch ein, dieses künstliche Erdbeereis zu riechen, was im Bum Bum gar nicht so lecker ist. Ich bilde mir ein, diese rote Glasur zu riechen, die ich wiederum liebe. Und ich bilde mir auch ein, den Kaugummistiel zu riechen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das nur meine Nase so empfindet, aber mich erinnert der total an Bum Bum Eis. So wie Bum Bum schmeckt, so riecht das hier für mich. Äußerst spannend. Ja, und das war meine Bestellung bei der Duftzauberei Schwarzwald. Dann habe ich aber auch noch bei Scentsy bestellt. Ich musste
Ich hatte das Bedürfnis, für mich ein paar Düfte, die ich schon kannte, nachzuordern. Es sind aber auch für mich neue Düfte dabei. Nachbestellung ist der Snuggle Up aus der Schlafkollektion. Das ist ein wunderschöner, weicher, kuscheliger, leicht parfümiger Kaschmirduft. Der enthält Kaschmirwälder, Engellavendel und Salbei. Also ich schreibe mir innen auf die Folien gerne die Duftnoten auf. Ja, und in meinem Bar sind nur noch zwei Stücke. Jetzt habe ich ein neues Bar. Jetzt kann ich das erste ganz unbesorgt leeren und habe bereits Nachschub hier. Genauso wie vom Cozy Cardigan. Auch da hatte ich schon ein Bar in der letzten Wintersaison. Ja, und jetzt, bevor es wieder richtig kühl wird, musste der noch einmal her. Er hat Velourleder, Rosenblühen und seidigen Amber in sich. Und auch er ist ein kuscheliger Duft, aber anders als Kaschmirdüfte. Ich rieche die Komponenten noch nicht mal klassisch raus. Also ich zweifle nicht an, dass sie darin sind, aber ich hätte sie so nie rausgerochen. Selbst das Velourleder nicht. Ist für mich einfach ein kuscheliger Wäscheduft. Ich hoffe, ihr kennt Cozy Cardigan und wisst, was ich meine. Ich finde Scentsy manchmal sehr schwer zu beschreiben. Aber meist sind die Düfte wunderschön und Cozy Cardigan ist so eine. Ebenfalls nachbestellt, den hatte ich im Tauschpaket jetzt zweimal. Ich hatte insgesamt 5 Stücke davon. Der Shimmer. Shimmer ist warm echt toll. Da drinnen sind Kirsche, Aprikose, Moschus und gesponnene Zuckerfäden. Moment. Und er ist auch sehr süß. Süß und parfümig und irgendwie einschmeichelnd. Ich weiß nicht, für mich ist das so ein gute Laune-Duft. Obwohl er kuschelig und süß und parfümig ist, ist das für mich so ein gute Laune-Duft. Und ich mag Shimmer echt gerne. Da musste ein paar von her. Ebenfalls durch ein Tauschpaket von meinem Duftzwilling, von der lieben Vanessa, habe ich das Stitch-Experiment kennengelernt. Hier ist er. Und als ich an dem kalt geschnuppert habe, habe ich noch gesagt, oh, der ist etwas frischer, der kommt wohl eher aus der frischen Kategorie als der Angel Experiment. Angel Experiment ist so ein süßer, beerig, parfümiger Duft und er roch halt frischer. Er ist auch frischer auf eine Art und Weise. Er ist aber genauso süß, wenn er warm wird, aber irgendwie hat das was. Er hat drin Valencia-Orange, Ananas-Nektar, Zuckerrohr und salziger Meeresdunst. Und ja, im Kaltzustand, ich habe den salzigen Meeresdunst als erstes wahrgenommen. Das ist, was mir als erstes, wenn ich kalt dran rieche, in die Nase kommt. Daher auch meine Assoziation, dass er frischer ist. Im Warmzustand kommt aber das Zuckerrohr ordentlich durch. Es wird wirklich sehr, sehr süß. Orange und Ananas rieche ich als solches gar nicht heraus. Man merkt, dass da was Fruchtiges ist. Ich hätte die Früchte aber nicht definieren können. Meinem Freund ist der Duft ein wenig zu süß. Ich sollte ihn also verdüfteln, wenn ich alleine bin. Es ist für mich auch kein Duft, den ich jeden Tag anmachen könnte durch diese Süße. Aber ich finde ihn trotzdem ganz schön und ich dachte, ein Bar davon schadet nicht. Und ebenfalls nachgekauft, weil ich ihn im Tauschpaket kennengelernt habe, ist der Saddle Up. Saddle Up enthält weiches Velour, gealtertes Leder, Moschus und frische Luft. Und kalt riecht er wie eine Lederbombe, als würdet ihr in einem Lederfachgeschäft stehen. Im warmen Zustand wird er aber ganz weich und angenehm und parfümig ein bisschen und überhaupt nicht mehr so krass, wie man ihn kalt wahrnimmt, sondern irgendwie gemütlich. Ja. Und deswegen musste Saddle Up noch einmal einziehen. Komplett neu ist für mich das Stargazing. Das ist der Duft des Monats Juli gewesen. Wunderschöne Wachsfarbe, ein ganz, ganz dunkles Blau. Gefällt mir sehr gut. In ihm sind Blütenblätter, flauschige Baumwolle und weiche Vanille. Und viele sagen, es ist die kleine Schwester von Jammy Time. Und auf den ersten Schnupperer dachte ich auch, der geht aber in die Richtung Jammy Time.
da ich Jammy Time hier habe, kann ich sie aber auch direkt nebeneinander riechen. Und wenn man sie direkt nebeneinander riecht, ähneln sie sich gar nicht mehr so sehr. Also ich verstehe, dass man das erstmal sagt, dass man so ein bisschen die Assoziation hat. Hatte ich auch. Aber direkt nebeneinander, ja. In Jammy Time sind Fräsien, Lavendel und Duftwicke. Und Jammy Time ist ein sehr kräftiger Duft, ein sehr entspannend kuscheliger Duft durch die Lavendelnote. Und er ist auch parfümig. Er hier, der ja Blütenblätter, Baumwolle und Vanille enthält, ist tatsächlich sanfter, baumwolliger, ohne dass es ein Kottenduft ist. Und natürlich auch vanilliger. Er ist sehr weich und cremig durch die Vanille. Ja, und ich finde einfach, direkt nebeneinander gerochen haben die beiden gar nicht mehr so viel gemeinsam. Ich bin eigentlich jetzt kein Freund davon zu werten, welches ist der bessere Duft. Jeder hat seine Vorteile. Ich mag Jammy Time sehr gerne. Allerdings, wenn man mir jetzt beide Bars vor die Nase halten würde und sagen würde, du darfst dir nur eins nehmen, würde ich vom Kaltschnupperstatus her den Stargazing vorziehen. Vielleicht sehe ich das nach dem Warmverdüfteln anders, aber momentan würde ich sagen, Stargazing ist der sanftere, schönere und kuscheligere Duft. Einfach weil Jammy Time unglaublich stark parfümig und sehr intensiv ist. Ja, Stargazing durfte bei mir einziehen. Dann hatte die liebe Jana Berlin mir schon ein paar Herbstdüfte empfohlen, und zwar aus der Villains Collection. Da habe ich den Just One Bite. Da drin sind Apfel, Zimt und Zuckerrohrmelasse. Und das ist ein richtig schöner Apfelzimtduft. Es ist, würde ich sagen, ein roter Apfel. Rot, wie auch das Wachs. Und der Zimt ist kein scharfer Zimt oder auch kein krass würziger Zimt, sondern durch diese Zuckerrohrmelasse ein unglaublich süßer Zimt. Ja, und dieser rote Apfel und der süße Zimt finde ich ganz toll. Es ist ein richtig schöner Herbstduft, auf den ich mich schon sehr freue. Und fast noch schöner ist Mistress of Evil. Der enthält Gardenien, Moschus, Blutorange und Satsuma-Pflaume. Oh, und der ist so schön. Der hat eine herrlich süße, künstliche, aber leckere Pflaumennote. Schon fast was von einem Pflaumen-Kaubonbon, kalt geschnuppert. Wenn man dann so ein bisschen länger dran riecht, kommt diese spritzige Zitrusfrucht, also die Blutorange, ein wenig durch. Die Gardenien und Moschus kann ich kalt jetzt nicht riechen. Moschus könnte ich mir aber vorstellen, macht das Ganze im Warmzustand vielleicht ein bisschen parfümiger. Ich bin sehr gespannt. Ich finde den kalt so großartig. Ich habe direkt bei Andrea angefragt, ob sie vielleicht noch einen auf dem Lager hat. Nein, leider nicht mehr. Aber zumindest einen konnte ich ja ergattern. Und was soll ich sagen, es ist ein toller Duft. Ich freue mich so auf den Herbst, Leute. Also auf den Düftelherbst. Und als letztes habe ich den Arctic Kiss, das ist der hier, der enthält arktische Minze und Vanillewolken, und ich habe schon vorher in einigen Videos gehört, dass die Leute sich ihn anders vorgestellt haben. Ja, wenn man Minze und Vanille hört, denkt man sicherlich gerne an Yankee Candle, Jack Frost. Der ist schon sehr stark minzig und hat so einen Hauch Vanille. Den finde ich nicht so stark minzig. Er hat eine Minznote. Aber nicht so krass wie bei Jack Frost und auch nicht so authentisch wie bei Jack Frost. Dafür finde ich, kommt hier noch wie ein Schuss frische Luft, als wenn so frische ozonische Luft da mit drinnen wäre. Und dieses warme, weiche, cremige der Vanille. Er ist wirklich anders, als man ihn sich vorstellt von den Duftkomponenten. Ich glaube aber, dass der mir warm sogar besser gefallen könnte als Jack Frost. Ich weiß nicht, woran das liegt oder warum ich denke, dass das so sein könnte. Aber ich finde den sehr angenehm. Vielleicht, weil er nicht so krass minzig ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Und das war es dann auch schon. Das war meine kleine Bestellung.
Ich habe für Ende des Monats August noch einmal eine recht große Bestellung. Langsam reden. Eine recht große Sensi-Bestellung aufgegeben. Heißt, Ende August, Anfang September bekomme ich noch mal etliche Sensi-Bars aus dem neuen Herbst-Winter-Programm. Und dann hoffe ich, es wirklich mal zu schaffen, aufzubrauchen und nicht immer nur nachzukaufen. Ja, schreibt mir gerne, was ihr von den Neuzugängen haltet. Kennt ihr den einen oder anderen Duft? Wie empfindet ihr zum Beispiel Stargazing, gerade so in Bezug mit Jammy Time? Lasst es mich sehr gerne wissen. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Macht's also gut, habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.